Manchmal ist es sogar schwer, wenn man einfach nur die Hände so hält. Ich meine, so geht's ja. Aber 10 Minuten später oder irgendwann, dann merkt man, die Hände sinken runter. Darum geht es heute in der Geschichte. Andrew hat es gesagt und das Thema lautet die Macht des Gebets. Letztlich steckt Gebet dahinter. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, ihr könnt ja mal aufschlagen bei 2. Mose. Kapitel 17 sind wir nämlich mittlerweile gelandet und da die Verse 8 bis 17. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua machte es so, wie Mose ihm gesagte, und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände Moses wurden schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn, und er setzte sich drauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Da sprach der Herr zu Mose: Schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein. Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Und Mose baute dem Herrn einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist mein Kriegsbanner. Und er sprach: Weil eine Hand zum Schwur erhoben ist auf dem Thron des Herrn, soll der Krieg des Herrn gegen Amalek wehren von Geschlecht zu Geschlecht. Soweit das Wort der Heiligen Schrift. Nochmal zu den Krügen. Es ist also tatsächlich schwierig, so einen Krug zu halten. Ich weiß nicht, ob ihr das wisstet, ich habe ja mal in München gewohnt und war überrascht, wie die Frauen da diese Krüge rumhergestemmt haben. Das war manchmal echt erstaunlich zu sehen. Ich habe jetzt mir sagen lassen, der Weltrekord liegt bei 29 Krügen, glaube ich. Könnt ihr euch vorstellen, 29 Krügen. Allerdings war es dann doch ein Mann, der das gestemmt hat und die dann so weitergereicht hat. Auf jeden Fall, wie gerade schon gesagt, stellen wir alle fest, dass man irgendwie doch nicht so die Kraft in den Armen hat, um vielleicht längerfristig sie oben zu halten, wie wir das gerade von Mose gelesen haben. Hier zeigt es seine innere Haltung auch, wie wir noch hören werden, die Gebetshaltung von ihm. Und wir merken, dass da ein Zusammenhang besteht, wenn er die Hände emporhält und er betet, dann hat Israel, wie wir gelesen haben, Kraft zum Sieg. Und wenn er sie sinken lässt, dann gewinnt der Feind Überhand. Das gilt auch für unser Leben, wie wir sehen werden. Denn auch für uns ist Gebet wahnsinnig wichtig und wir unterschätzen es. Und damit steht und fällt auch irgendwo auch unser Leben oder unsere Situation des Lebens. Ob Segen da ist oder ob Fluch da ist. Aber gehen wir der Reihe nach durch. Als erstes unser täglicher Kampf mit Amalek. Im Vers 8 steht: Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Wenn ihr euch daran erinnern könnt, Israel hatte den Herrn echt krass erlebt. Wir hatten ja rumgemeckert, wie so oft, und weil sie Durst hatten, in der Wüste nichts zu trinken, aber dann kam dieser Felsen, Jesus, und sie bekamen zu trinken, in Hülle und Fülle, sodass sie satt waren. Es war ein Platz, zu dem sie dann weitergezogen waren, mit dem Namen Rephidim. Ich habe mal so nachgeschaut, oder ich weiß nicht, ob es bei euch in der Bibel schon stand, bei mir stand irgendwo, das bedeutet Rastplatz. Also eigentlich ein perfekter Rastplatz für das Volk in einem Talkessel, um auszuruhen und sich für neue Aufgaben zu wappnen. Gemein eigentlich, wenn man ausruht, wenn man sich zur Ruhe setzt, die Arme zurücklehnt, sich hinlegt. Und wenn gerade dann ein Angriff erfolgt, wie das nämlich da der Fall war. Aus dem Nichts heraus kam
Amalek oder kamen die Amalekiter und griffen Israel an. Amalek heißt übersetzt das raffende Volk. Es war ein äußerst kriegerischer Stamm, der mordete, plünderte und eigentlich alles zerstörte, was ihm in den Weg kam. Genau genommen war Amalek ein Nachfahre von Esau. Das finden wir in 1. Mose Kapitel 36, Vers 12. Und wenn wir den Namen Esau hören, dann wissen wir, da war doch was mit Esau und Jakob. Zwillingsbrüder, die aber nicht so gut miteinander konnten, die einen regelrechten Kampf zwischen Brudervölkern hatten im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und eben auch da in dieser Geschichte. Und es gab eine Prophezeiung, dass der Ältere, nämlich Esau, dem Jüngeren, also Jakob, dienen sollte. In 1. Mose 25, Vers 23. Okay, das ist Geschichte im alten Israel. Aber nun habe ich den ersten Punkt genannt, unser täglicher Kampf mit Amalek. Ey, was haben wir damit zu tun? Ist vielleicht mal interessant, auch von Israel zu lernen, wie sie da so Kämpfe hatten und so. Aber was hat Amalek mit uns zu tun? Amalek ist ein Sinnbild für das Böse, für die Feinde Gottes, für Satan, für die Sünde, für alle Anfechtungen, die wir haben, für Verführung, Versuchung, denen wir täglich ausgesetzt sind. Wir haben täglich mit Amalek zu kämpfen. Die Frage, wie dein Amalek oder die Amalekiter aussehen, da hat jeder andere Herausforderungen. Aber die Strategie der Amalekiter von damals beim Volk Israel aus dem Nichts anzugreifen, ist genau das gleiche, wie wir es heute auch erleben mit den Amalekitern oder mit Amalek, mit dem wir es zu tun haben. Mit der Sünde, den Herausforderungen, den Versuchen, den Anfechtungen. Dem Feind, dem Widersacher, der da ist und uns kaputt machen will. Israel wurde angegriffen aus dem Nichts und es wurde die Nachhut, die Nachzügler wurden angegriffen, die vornehmlich auch aus alten Leuten, aus Schwachen bestand, die nicht mehr so hinterherkamen. Und auch wir werden angegriffen dann, wenn wir schwach sind, wenn wir vielleicht hinterherhinken, wenn wir Nachzügler sind. Geschieht auch nicht selten, wenn man gerade einen geistlichen Höhenflug hatte. Habe ich selber oft genug erleben dürfen, müssen, war so gut drauf, hey, wow, mit Gott Siege errungen, er hat Gebete erhört und es war so eine coole Session, die wir in der Jugend hatten oder irgendwas Besonderes. Und plötzlich, als man sich so ganz oben wähnte, kam der Absturz durch irgendwie eine Sünde, durch irgendetwas, was einem plötzlich in die Quere kam. Kennen wir bestimmt auch alle. Die Bibel sagt, wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Das finden wir in 1. Korinther 10, Vers 12. Und da gibt es viele Beispiele in der Bibel, zum Beispiel Elia. Kennt ihr alle die Geschichte? Als er dort auf dem Berg Karmel es mit den Baalspriestern zu tun hatte und bewiesen hat, dass der lebendige Gott der echte Gott ist. Und er hat die Baalspriester alle platt gemacht. Er war oben auf. Ein wunderbarer Sieg Gottes, ein großer Segen. Aber dann war da die Isabel, die es mit den Baalspriestern hielt und natürlich schwer getroffen war. Diese Frau drohte jetzt dem großen Propheten Elia mit dem Tod. Was passiert? Er flieht panisch, voller Angst, ganz an das entgegengesetzte Ende von Israel. Und ist dort völlig verzweifelt. Ihr kennt bestimmt die Geschichte, dass er dann schließlich da unter diesem Busch zusammenbricht und Suizidgedanken hat. Er will nur noch sterben, will Selbstmord machen. Ich habe von einem großen Pastor gehört, ich glaube, er war sogar ein Fernsehpastor, der im großen Segen Gott gedient hat. Und dann war dort auch wieder so eine ganz große Veranstaltung mit vielen tausend Menschen und er hat mächtig gepredigt, ging danach ins Hotelzimmer, freute sich und war so guter Dinge, badete sich noch gerade im Segen des Herrn, wollte sich ein bisschen entspannen noch dort an der Hotelbar und lernte bei dem Drink, den er hatte, eine Frau kennen und fiel in Ehebruch. Wie schnell geht es, wenn man sich ganz oben wähnt und dann dieser Absturz, wie ich schon sagte. Du hast nicht im Traum daran gedacht, dass du nach deinem Dienst für Gott so abstürzen würdest und dass die Sünde solchen Raum in deinem Leben bekommen würde.
Aber plötzlich wurdest du überrollt aus dem Nichts, aus dem Hinterhalt, war Amalek da und du bist schwer getroffen worden. Plötzlich wurdest du überrollt und hattest dem nichts entgegenzusetzen und du hast dich nur noch treiben lassen, hast die mahnenden Worte deines Herrn und vielleicht auch deiner Glaubensgeschwister ignoriert und beiseite geschoben. Bei Amalek habe ich an manche Jugendlichen denken müssen, auch an mich selber, wie ich schon sagte. Man war oder sie waren so begeistert dabei und haben ihr Leben auf Jesus ausgerichtet. Sie haben alles gegeben, sie lebten für Jesus, haben ihm gedient in verschiedenen Bereichen, in der Jugend, in der Gemeinde. Aber dann kam Amalek ganz plötzlich aus dem Hinterhalt, in einer Phase, wo man etwas schwach geworden ist, wo es nicht so ganz so glatt lief vielleicht im Glauben. Und plötzlich war Amalek da und hat einen schwer getroffen. Die Pfeile der Amalekiter haben manch einen aus unserer Mitte abgeschossen. Und es tut mir in meinem Herzen weh und euch geht es vielleicht genauso. Und man betet und ringt, Herr, rede zu ihnen, hol sie zurück, die einmal mit uns unterwegs waren, aber jetzt sich auf Abwegen befinden, sich in Glaubens- oder sogar Lebenskrisen befinden. Amalek will uns von Gott wegbringen. Das ist ein Ziel der Sünde, ein Ziel Satans. Die Amalekiter kennen keine Gnade, sondern wollen nur zerstören. Sie hassen Gott und sein Wort, sie hassen die Wahrheit. Mose erinnert später nochmal an diesen Kampf mit den Amalekitern in 5. Mose 25, Verse 17 bis 18 finden wir das und schreibt, denke daran, was dir Amalek tat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt. Waren wunderbar ausgezogen aus Ägypten. Klar, da war dieser erste Fight mit den Soldaten des Pharao und wir wissen den großen Sieg, als das Meer die Soldaten bedeckte. Aber dann kam Amalek, das war der erste Kampf mit feindlichen Leuten. Erinnert euch an Amalek auf dem Weg, als sie aus Ägypten zog, das habe ich im Text vergessen, hier bin ich wieder, wie sie dich unterwegs angriffen und deine Nachzügler erschlugen. Hier wird es nochmal genau beschrieben, wie das ablief. Alle die Schwachen, die hinter dir zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst, und dass sie, also die Amalekiter, Gott nicht fürchteten. Wie geht's dir gerade? Ich war lange weg, Mensch, ich muss eigentlich mal mit jedem mal ein bisschen Smalltalk halten, was so ihr so erlebt hat in den 4 Wochen, wo ich in den USA rumgereist bin. Bist du gut drauf für Jesus? Brennst du für ihn? Bist du echt im Reinen mit ihm? Oder ist in deinem Leben Schwachheit? Ist da Krisenstimmung? Bist du nicht so gut drauf? Ist die Gefahr, dass Amalek dich kalt erwischt und dich zerstören könnte? Wie sieht dein Kampf aus? Wer ist in deinem Leben vielleicht gerade Amalek? Bist du wachsam? Bist du geistlich fit? Oder bist du zu einem schwachen Nachzügler geworden, der nur langsam hinterher trottet, aber nicht wirklich dabei ist? Du hast womöglich das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus und seine Gebote verraten. Buchstäblich hast dich dagegen gestellt im Alltag, in manchen Herausforderungen oder einfach durch deinen Lebenswandel. Du hast es an den Nagel gehängt, weil du Amalek, also der Sünder, auf den Leim gegangen bist. Dabei warnt uns die Bibel so drastisch. Wir kennen diesen Vers aus 1. Petrus 5, 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Amalek ist unterwegs, auch heute Abend, selbst hier, und attackiert dich, wenn du vielleicht mit deinen Gedanken abschweifst und sagst, ach komm, lass ihn da vorne mal erzählen, ich freue mich auf nachher, wenn ich noch irgendwie Party mache oder was weiß ich. Amalek ist da und nutzt unsere Schwäche aus. Der Teufel geht umher, nicht wie eine Schmusekatze, sondern wie ein brüllender Löwe. Er geht von Tür zu Tür, er lehnt sich dagegen, manchmal mit einem sanften Druck, dann aber auch etwas doller. Und wehe, wenn die Tür nur angelehnt ist. Wehe, wenn die Tür nur ein Spalt breit noch offen ist und er findet eine Möglichkeit, in dein Leben hineinzukommen. Die nutzt er. Die nutzt er gnadenlos und
kommt in dein Leben und zerstört. Er ist so ein raffgieriger Typ, wie Amalek als Volk es war. Er mordet, er zerstört, er macht kaputt. Deshalb wach auf und kämpfe gegen die Amalekiter. Kämpfe gegen die Sünde in deinem Leben. Kämpfe gegen den Teufel, der sich aufgemacht hat, dir zu schaden. Und ich brauche eigentlich gar keine Beispiele bringen. Du weißt selber, was die Punkte in deinem Leben sind, wo es brisant ist, wo Amalek sich aufgemacht hat, dir zu schaden. Kämpfe gegen die Sünde, all das Gottlose in deinem Leben. Wende dich doch wieder neu zu Christus und halte dich eng an seiner Seite und jage vielmehr der Heiligung nach, sagt die Bibel. Das ist so ein schlimmes theologisches Wort für viele. Das heißt einfach Jesus ähnlicher werden, so sein wie er. Die Bibel ernst nehmen, sein Wort ernst nehmen, Jesus lieb haben. Mach dich doch neu wieder auf und halte dich eng zu Jesus. Und die Bibel sagt, wer das nicht tut, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Aber wenn das unser Bestreben ist, dann haben wir eine gute Zukunft vor uns. Aber gehen wir weiter. Wir haben jetzt als zweites einen Aufruf zum Kampf in den Versen 9 bis 10. Da sprach nämlich Mose zu Josua, als die Amalekiter eingefallen waren, erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Wo muss man da hereinversetzen? Da ist dieses große Volk Israel unterwegs. Die Schwachen und Kranken sind weiter hinten und sie werden angegriffen. Sie werden niedergemetzelt. Was für eine große Not war im Volk, als man merkte, Freunde sind ums Leben gekommen. Großeltern, Gebrechliche, Schwache, Kranke sind niedergemetzelt worden. Doch dann stand Israel auf zum Kampf. Und Josua hat sich Krieger ausgewählt und stellte sich den Amalekitern entgegen. Er diskutierte nicht mit Mose über das Wieso, Weshalb, Warum und hat es nicht aus unterschiedlichen Gründen langsam angehen lassen, sondern er folgte dem, was sein Anführer ihm dort sagte, was Gott letztendlich sagte durch Mose. Er machte es so, wie es angeordnet war. Er sammelte Krieger um sich und zog aus und kämpfte unverzüglich gegen den Feind. Im Kampf gegen die Sünde und den Teufel, da helfen keine Verhandlungen, was bei uns manchmal latent passiert. Wir sagen das nicht so, aber man testet aus, wie weit kann ich noch irgendwie in meinem Spiel mit der Sünde gehen? Was kann ich noch zulassen, dass es noch okay ist vor Gott und mit dem Wort Gottes noch vereinbar ist? Und sucht man irgendwelche Schlupflöcher und redet sich das irgendwie schön? Das ist im Grunde, als wenn man mit dem Teufel verhandelt. Ist es noch okay, wenn ich so lebe oder und so weiter? Bist du dir bewusst, was du da machst? Sei klar und geradlinig für deinen Herrn und folge dem Wort hundertprozentig. Setze es um. Habe eine Nulltoleranzstrategie mit dem Feind. Das ist also ein entscheidender Punkt, dass wir da nicht irgendwie nachlässig sind und dem Teufel dann doch irgendwie Raum nehmen, den er gerne dann nimmt. Wer glaubt nämlich mit der Sünde einen Deal eingehen zu können, der hat verloren. Wer glaubt gleichzeitig ein Leben mit Gott und ein Leben in der Welt mit all den Vergnügungen führen zu können, der ist out of order. Du bist raus. So kannst du nicht vor Gott bestehen, so hat dein ganzes Leben keinen Zweck, wenn du meinst, so einen Deal machen zu können. An einer Stelle heißt es, was hinkt dir auf beiden Seiten? Mach ganze Sache. Nun kämpfen wir logischerweise nicht mit Fäusten und auch nicht mit Raketen gegen den Widersacher, sondern unser Kampf ist geistlicher Natur, das ist klar. Und wir haben das bei der Sommerfreizeit gehabt in Epheser Kapitel 6, erklärt uns der Apostel Paulus, was das für ein Kampf ist. Vielleicht mal kurz reingeschaut, da heißt es, nur noch ein letztes, lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht, legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält, ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels
standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis. Der Kampf ist da. Jeden Tag ist Amalek um uns herum. Ob du das wahrhaben willst oder nicht. Und wir haben von Gott eine Ausrüstung bekommen, die wir nutzen sollen, die wir nicht beiseite schieben sollen oder naiv sein sollen. Ach, ich packe das schon alleine irgendwo. Oder ich bewege mich ja doch in einen neutralen Raum. Es gibt keinen neutralen Raum. Da ist nur schwarz oder weiß. Gott oder der Teufel. Amalek nutzte die unfairsten und übelsten Strategien, um Israel zu zerstören. Genauso macht es der Teufel mit uns. Und er hat ja tausende lange Erfahrung damit. Glaubt man ja nicht, dass du es mit ihm aufnehmen kannst, irgendwie einen Deal zu machen, wie ich vorhin schon sagte. Nein, er lockt uns in Hinterhalte, er verbreitet Lügen und vernebelt unsere Sinne, sodass wir abstumpfen und die Wahrheit nicht erkennen und dem Gesetz Gottes nicht folgen. Wir müssen also sehr wachsam sein, denn der geistliche Kampf ist kein Spiel, nicht irgendwie ein netter Wettkampf, den man mal draußen auf einer großen Wiese mal machen kann. Wenn man keinen Bock mehr hat, dann steigt man wieder aus oder man ist sich so sicher, dass die Mannschaft, in der man ist, sowieso gewinnt, deswegen lässt man es ganz easy angehen. Nein, bei diesem Kampf ist alles von dir gefordert und du musst sehr wachsam sein. Sehr wachsam sein. Sonst läuft man nämlich Gefahr, unter die Räder zu kommen und Schaden zu nehmen. Aber andererseits, wir sollen keine Angst haben, brauchen keine Sorge zu haben, denn Gott hat uns ja alles gegeben, damit wir diesen Kampf als Sieger bestreiten können. Wir sind auf der Seite des Siegers. Er hat uns eine Rüstung gegeben. Und die heißt es anzulegen. Im Einzelnen den Gürtel der Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Stiefel, den Frieden Gottes zu verkündigen oder das Evangelium weiter zu sagen, der Schild des Glaubens, der Helm des Heils. Was haben wir noch? Schwert des Geistes. Wir wissen das alles, kennen diese Textstelle. Und letztendlich wissen wir auch, was doch damit gemeint ist. Denn all das ist letztlich Jesus selber. Er ist der Friede, die Wahrheit, die Gerechtigkeit und. Wir sollen Jesus anziehen. Und in ihm sind wir geborgen, in ihm sind wir beschützt in dem Kampf, der um uns herum tobt. Er ist der Sieger und wir dürfen auf seiner Seite sein. Vielleicht gehörst du aber zu denen, die Gott enttäuscht haben und der Sünde Raum gegeben haben, wie ich vorhin gesagt hatte. Ja, du hast deine Tür tatsächlich einen Spalt geöffnet und in deinem Leben wurde gewütet. Und heute Abend bist du hier. Das ist Hoffnung. Jesus stellt wieder her und du darfst mit deiner Last, mit deiner Schuld ans Kreuz kommen. Du darfst Vergebung suchen, Vergebung erfahren. Aber möglicherweise bist du gerade hier und da ist Unfriede mit Gott. Du merkst, da steht was zwischen dir und Gott. Und auch zwischen dir und deinen Glaubensgeschwistern. Da sind Süchte, die dich gefangen halten und da ist deine Seele, die du so verunreinigt hast. Du bist down, du bist fertig und du weißt, du hast deinen Schöpfer mit deinem Leben verunehrt. Du bist aufgerufen, umzukehren. Die Bibel sagt im Jakobus, den hatten wir auch vor einiger Zeit, ihr Treulosen, wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich damit als Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift sagt ohne Grund, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist? Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Es heißt ja in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Und hört nochmal, ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Kämpfe, widerstehe und reich nicht deinen kleinen Finger, dann nimmt er eh die ganze Hand und dich komplett. Sucht die Nähe Gottes, dann wird Gott euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Wir sind aufgerufen, das zu tun und Gott wird uns beschützen, wird uns segnen, wird uns wieder aufrichten, wird uns wieder herstellen, damit wir in diesem Kampf bestehen können. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Ein Thema lautet die Macht des Gebetes.
Gebet verändert die Welt, habe ich diesen dritten Punkt genannt. Denn wie oft durften wir erleben, dass Gott Menschen benutzt hat, damit sie für gewisse Dinge gebetet haben und Dinge sind passiert. Ich weiß nicht, was ihr selber schon an Gebetserfahrungen gemacht habt, aber wenn ich in mein Leben zurückschaue, gut, ich bin ein paar Jährchen älter, aber da sind so viele wunderbare, tolle Sachen, wo ich weiß, wow, Gott hat krass eingegriffen. Ob es im Kleinen war, dass ich mal ganz dringend einen Parkplatz brauchte, weil ich Zeitnot hatte, eigene Schuld, ich gebe es zu, ein Stoßgebet, Herr, gib mir einen Parkplatz, bitte, 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 da hängt nun mein Job dran. Und genau vor der Tür von diesem Amt fährt jemand raus, Halleluja. Könnt ihr euch vorstellen, wie man sagt, yes, was für eine Gebetserhörung. Oder als Fußballer, wichtiges Match, habe mich so gefreut, daraufhin trainiert und alles gegeben und plötzlich blöde Verletzung. Oh Gott, bitte, begegne mir, mach mich gesund. Es war für mich krass zu erleben, wie ich von einem auf den anderen Mal gesund geworden bin und bei dem Match dabei sein konnte. Ich weiß zwar nicht, ob ich entscheidenden Einfluss hatte, dass wir dann da irgendwie was gerissen haben, aber Gott hat Gebet erhört. Und so gibt es viele große und kleine Dinge und ihr könnt sicherlich davon auch erzählen, wie Gott in eurem Leben gewirkt hat. Er hat einzelne Menschen gebraucht, die vielleicht auch für euch gebetet haben, sodass ihr aus einer schwierigen Situation herausgekommen seid. Er hat Gebet erhört dermaßen, dass ihr von einer schweren Krankheit geheilt worden seid. Es gibt wunderbare Zeugnisse. Oder aus einer Lebenskrise herausgekommen seid. Aber so wurden genau auch die Gebete von vielen Menschen, von vielen Heiligen gehört, was auch ganze Nationen anbelangt. Gebet verändert die Welt. Gebet verändert die Herzen einzelner Menschen. Gebet spricht in das Leben einzelner hinein, aber Gebet spricht auch in das Leben ganzer Städte, ganzer Länder, ganzer Völker hinein. Wenn ich mich daran erinnere, wir haben die furchtbare Zeit der Sklaverei gehabt. Aber da gab es Leute wie Wilberforce und andere Newton, die sich damals im englischen oder im britischen Empire aufgemacht hat, zu beten und Gott zu suchen und sich gegen diese Ungerechtigkeit aufzumachen. Und Gott hat dieses Gebet erhört und die Sklaverei wurde abgeschafft. Natürlich ging das alles, nicht alles von heute auf morgen, aber es waren Christen, die Einfluss genommen haben durch ihre Gebete in die Politik. Oder erinnern wir uns an unser eigenes Land. Es haben Tausende, Abertausende, Hunderttausende von Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt gebetet, dass Deutschland wiedervereinigt wird. Das ist mehr so noch meine Zeit. Ich kann mich oft erinnern, wie wir gebetet haben. Herr, lass doch diesen blöden eisernen Vorhang verschwinden. Du kannst es tun, du bist mächtig genug. Aber eigentlich hat man gedacht, unmöglich. Das Ding, das steht schon Jahrzehnte, das wird nie verschwinden. Und als dann Honni kam, ja, die Mauer wird noch 100 Jahre stehen. Ja, wird vermutlich so sein. Aber nein, wenige Jahre weiter und sie war dahin. Am 9.11.89, ihr habt Geschichtsunterricht gehabt, geschah dieses große Wunder und Gott hat die Gebete der Menschen erhört. Es gibt Beispiele auch in der Schrift. Wir lesen in Jakobus Kapitel 5, die Verse 16 bis 18, über Elia, den wir vorhin auch schon mal kurz hatten, allerdings von einer negativen Seite. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, steht dort, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Elia, dieser mächtige Prophet, war ein Mensch wie du und ich, steht hier. Und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel 3 Jahre und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Ein Mann wie du und ich und Gott gebraucht ihn in mächtiger Weise für eine ganze Nation, nämlich Israel damals. Warum soll er das nicht heute wieder machen, unser Herr, dass er einzelne Menschen herausgreift und mit ihnen Geschichte schreibt? Und das tut er ja auch und hat er getan. Man braucht nicht nur sich so einen Martin Luther nur angucken, sondern man kann auch das im Kleineren sehen. Immer wieder gibt es Persönlichkeiten, die Gott besonders gebraucht. Nun ist es allerdings nicht so beim Thema Gebet, dass wir das Gebet als eine Art Ringkampf mit Gott zu verstehen haben, dass wir ihn durch unsere Gebete rumkriegen müssen für unsere Ziele. Oder die Engel werden durch unser Gebet mit Energie versorgt, damit sie irgendwie richtig arbeiten können, wie es auch schon mal gesagt wurde. Nein, Gott braucht uns nicht wirklich. Er käme auch so zum Ziel.
Wow, ist das jetzt ketzerisch, sowas zu sagen? Hey, er ist der lebendige Gott, er braucht nur mit dem Finger schnipsen und die ganze Welt verändert sich. Aber er hat es so gemacht und es gefällt ihm, auf diese Weise zu tun. Deshalb mobilisiert er seine Braut auf der Erde, seine Beter, um für seinen Willen, für seine Ziele einzutreten, die er dann wiederum ausführt und große Veränderungen ausführt. Ob im einzelnen Leben oder, wie gesagt, bei ganzen Nationen. Gott erhört Gebet. Ich sehe gerade, ich hatte mir noch was aufgeschrieben. Ich war ja jetzt hier in der USA mit Mirjana. Wir hatten da auch so ein paar kleine Gebetserhörungen. 2 Kostproben waren einige. Da haben wir einen Unfall gehabt. Natürlich blöde sowas. Vor allem blöde, wenn du so eng getaktet bist. Du musst genau von A nach B in einem gewissen Rhythmus, weil sonst geht das alles Kettenreaktion. Hotels sind gebucht und so weiter und so weiter. Wir dachten, wir bekommen kein Auto, als der Unfall da war, weil man uns dort sagte, ist nicht, da ist kein Auto und tut uns leid. Es war kribbelig, den ganzen Tag zu warten und zu beten, Herr, gib uns ein neues Auto. Ich weiß nicht, Mirjana sitzt da hinten, ich glaube, es war 10 Minuten vor Toreschluss, als das Telefon klingelte. Ja, wir haben ein Auto. Wow, okay, ich bin sowieso ein bisschen sachlicher. Mirjana vielleicht dann eher so. Aber super, ein Auto, es geht weiter. Oder noch eine Kostprobe, Brooklyn Tabernacle Church haben wir besucht, tiefes Brooklyn, kein Parkplatz weit und breit. Hey, wir wollen in Gottesdienst. Noch 10 Minuten, dann startet das Ding, was machen wir? Und dann guckst du und dann irgendwie, ich weiß auch nicht, ich war sowieso manchmal ein bisschen kreuz und quer, manchmal über Straßen gefahren, aber alles gut, der Herr ist gnädig. Ich habe dann plötzlich ein Impuls folgend, einfach bin ich in so eine Seite rein. Das war so eine Garage. Ich wusste nicht genau, was das ist, Tiefgarage. Dann stand ich da drin und stand im Grunde hinter Autos. Ich dachte, ach so, die ist voll. Das tut sich ja nichts, fahr am besten mal wieder raus. Dann fuhr ich schon wieder raus, aber dachte ich, nee, fahr noch mal wieder rein. Und Mirjana, frag doch mal, ob jemand weiß, wo denn hier die Church ist und wie das so funktioniert. Sie stieg aus und fragte, ja, wir wollen dahin. Ja, genau, sind Sie richtig. Das ist hier die Tiefgarage für die Kirche. Wow, cool. Hier ist der Schlüssel, das Auto, alles wunderbar. Das sind so Kleinigkeiten und so hat man, oder auch schon größere Sachen. Und so freut man sich, wie Gott einen versorgt und wie er die Dinge regelt. Das Gebet kann aber auch regelrecht eine Waffe sein und hat gewaltige Macht. Ich meine, jetzt das so Parkplatzgeschichten, das sind vielleicht kleine Sachen. Aber wenn wir ernstlich im Willen Gottes beten, dann geschieht etwas und große Dinge verändern sich. Im alten Schottland zum Beispiel, da war das auch ganz gewaltig mit einem Mann namens John Knox. Das war der Reformator von Schottland und der, von dem stammt die Geschichte, kennt ihr, der hat diesen berühmten Ausspruch oder sein Gebet war, Herr, gib mir Schottland oder ich sterbe. Das ist schon eine Aussage, da wünsche ich mir manchmal, dass wir auch so beten, Herr, gib mir Hamburg oder ich sterbe. So eine Leidenschaft, so ein Gebet zu haben, alles dran zu setzen. So wie Mose eben auf dem Hügel dort, alles zu geben, zu kämpfen im Gebet für die Not seines Volkes. Und so war auch John Knox. Und von ihm heißt es, dass die englische Königin Maria Stuart, die gesagt hat, ich fürchte das Gebet von John Knox mehr als eine Armee von 10.000 Soldaten. Wäre doch was, wenn Angela Merkel sagen würde, naja gut, ich fürchte, wie soll man das sagen, ich schätze das Gebet der Archegemeinde mehr als alle politischen Programme, die wir hier haben oder irgendwie sowas. Dass die Politik, dass die einflussreichen Menschen unseres Landes begreifen, Gebet hat Macht, Gebet wirkt. Amen, seid ihr noch da? Und wie? Gott hat Gebet erhört, nicht nur in Schottland, sondern eben auch hier bei Mose, der für sein Volk Israel eintrat bei der Schlacht gegen die Amalekiter, die einen ganzen Tag lang dauerte. Lesen wir noch mal diese Verse 10 bis 13. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, dann siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek.
Aber Mose wurden die Hände schwer, darum nahmen sie einen Stein und legten ihn hin, dass er sich draufsetzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Hey, wie ist es normalerweise mit so einem Feldherrn, so jemand, der eine Armee anführt? Ich meine, heutzutage läuft das eh alles anders. Auf Knopfdruck werden irgendwelche Drohnen und Raketen losgeschickt. Aber so in damaliger Zeit, ihr habt sicherlich schon manche Filme gesehen, auch vielleicht von Napoleon. Wie war das? So ein Feldherr ist auch auf den Hügel gegangen. Das war schon gar nicht so verkehrt, was der Mose da gemacht hat. Der ging mit seinem ganzen Führungsstab, so ein Feldherr, so ein Anführer, oben auf so einen Hügel und hat dann von da oben die Schlacht so beobachtet. Und hat dann immer geguckt, oha, da links bricht eine Flanke ein, schickt mal einen Läufer, einen Reiter dahin, der soll mal da irgendwelche Instruktionen geben oder noch irgendwelche Kräfte dahin, sodass das da wieder besser geht. Da hinten sehe ich gerade Holland in Not, komm, wir machen da noch was. Und so hat der Feldherr von oben das alles so koordiniert und organisiert und geregelt. Wie hat das Mose gemacht? Mose nicht. Mose ging es nicht um strategische Befehle und ihm ging es auch nicht um, na gut, er hat sicherlich geguckt, vielleicht schon mal. Der Text sagt das nicht so. Warum nicht? Ja, weil es Mose um was ganz anderes ging. Sein Blick ging nicht auf die Schlacht, sondern sein Blick ging nach oben. Zumindest seine Hände. Aber damit bin ich ganz sicher, dass er ausgerichtet war auf das, was oben geschah. Er hat vermutlich schon geguckt. Aber sein Fokus war der Herr. Von ihm wusste er, kommt alle Hilfe. Seine Hände dirigierten insofern nicht seine Armee im Tal, sondern sie streckten sich demütig und bittend gen Himmel zu seinem Herrn. Im 1. Timotheus 2,8 steht, so will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Nur eine Stelle aus der Bibel, wenn du Probleme damit hast, die Hände zu heben. Gibt ja solche christlichen Zeitgenossen. Ich will uns Mut machen, da auch viel freier zu sein, dass wir die Hände ruhig heben. Und gut, hier steht jetzt was von Männern, aber die Frauen sind genauso aufgerufen, auch die Hände zu heben. Gott anzubeten, wir dürfen frei sein. Das habe ich übrigens auch bei meiner Reise erlebt, in vielfältiger Form. Ich hatte eine tolle Konferenz und diesen Gottesdienst, wo ich gesehen habe, hey, Christen kommen aus sich heraus viel mehr als, ich will uns nicht ausschimpfen, ich fange dann auch bei mir an. Aber es hat mich herausgefordert, mehr zu geben, mehr zu wollen und Gott anzubeten, ihn zu preisen, richtig fetten Lobpreis zu machen, nicht so mit Sparflamme und weiß nicht so recht, sondern wirklich alles zu geben. Versteht ihr, was ich meine? Oder sagt ihr auch, nö, mir ist es sowieso zu viel hier, was ich hier erlebe, es ist alles so doll hier. Ich will hier... Naja, wie wir sehen, ich bete, dass der Herr uns begegnet durch seinen Geist, dass er uns hilft. Wir dürfen unsere Hände jedenfalls ausstrecken und dürfen das gerne ruhig öfter tun. Aber hier haben wir ja eine spezielle Situation. Ihr habt Fantasie, Leute. Stellt euch das mal vor. Da steht Mose also oben auf dem Hügel und ja, so. Oder einen Stab hat er ja auch noch irgendwie. Aber er hebt die Hände hoch und er sagt, Gott, gut, das lesen wir, aber er hat bestimmt so gebetet, Herr, hilf meinem Volk da unten, Josua und den Jungs, lass die Krieger stark sein und gut kämpfen und so und bitte hilf du. Auf jeden Fall, sein Gebet war da. Und was war unten, wenn er so gemacht hat? Wow, Israel hatte Power, ihre Hände gingen auch hoch mit den Schwertern und was weiß ich, sie waren richtig dabei und haben die Feinde in die Flucht geschlagen und sie liefen nach links und rechts und die Amalekiter wurden zurückgedrängt. Sieg auf ganzer Linie. Oh, Moment. Plötzlich sah man den Mose da oben, wir erinnern uns an die Pötte da, ne? Wie plötzlich seine Hände anfingen zu sinken, er wurde müde. Einen ganzen Tag lang war die Schlacht, einen ganzen Tag lang war Mose auf dem Hügel und hat darum im Geist gerungen, was da unten geschieht. Herr, hilf! Na gut, das hat er nicht gemacht, lesen wir nicht so, dass er eingeschlafen ist. Aber es war ein Kampf auch für ihn. Und so war unten plötzlich zu merken, der Kampf drehte sich. Die Leute hatten plötzlich nicht mal die Power, Müdigkeit war da und Israel wurde zurückgedrängt. Sie wurden schwächer.
Es hat also eine Auswirkung von dem, was oben auf dem Hügel geschah, im Gebet mit dem, was unten war, am Kampf. Jetzt übertragen auf uns, was heißt das? Heißt das nun, dass wir uns Beter suchen müssen, die während wir in der Schlacht unseres Alltags, im Beruf, in Beziehungen, in Herausforderungen stehen, für uns eintreten, sodass wir Erfolg, sodass wir Segen haben? Warum nicht? Ist gut, wenn du Beter mobilisieren kannst, wenn du ältere Freunde hast, die können gut beten aus der Gemeinde, ich sage euch das. Und sie beten viel für die Jugend. Und ich bin dankbar für jeden, der für mich betet, der für die Jugend betet. Und wir merken das. Such dir Beter. Vielleicht dein Hauskreis, der dich im Gebet mitträgt, Freunde, die Eltern, Großeltern, Pastoren, Seelsorger. Das ist mit Sicherheit auch gemeint. Aber in erster Linie sind wir selber hier gemeint, dass wir ein intensives Gebetsleben haben sollen. Und das sehen wir bei Mose und natürlich noch viel mehr bei Jesus, unserem großen Vorbild, wie sie gebetet haben. Von Jesus lesen wir an vielen Stellen, wie er sich schon früh morgens aufgemacht hat, einen einsamen Ort aufgesucht hat und mit seinem Vater gesprochen hat. Ich habe eine ganze Reihe von Stellen hier, aus Zeitgründen spare ich mir das. Ich stelle das ja wieder ins Netz. Er hat sogar die ganze Nacht durchgebetet. Ja, ich schaffe das nicht, sagst du. Das ist mir zu viel, ich krieg gerade mal 5 Minuten hin. Aber es ist ja auch schon mal gut, wenn du 5 Minuten hinkriegst. Manch einer betet vielleicht gar nicht. Hey, wir werden ermutigt, durch diese Geschichte zu beten, Gott zu suchen und zu erleben, wie das Auswirkungen auf unser persönliches Leben, auf unser Umfeld hat. Gott gebraucht unser Gebet. Letztlich ist da auch besonders gemeint unsere Haltung, unsere innere Haltung. Sind wir 24 Stunden auf Jesus ausgerichtet? Oder wie ist unsere Haltung? Unser Inneres soll zu Gott ausgestreckt sein. Das ist das Wichtige überhaupt. Nicht so sehr, dass wir jetzt denken, okay, jetzt bin ich hier gerade am Schreibtisch, jetzt muss ich da irgendwie jetzt so machen. Mach mal. Oder ich habe schon von Leuten gehört, die gesagt haben, wieso, die Bibel sagt, betet ohne Unterlass. Ich mache das. Ja, ich auch. Ich bin in Gedanken mit dem Herrn immer wieder. Ja, nee, ich bin richtig, ich bete immer unter Unterlass. Ja, wie? Ja, ich bin immer nur am Beten. Wow, okay. Ich meine, gut, wenn das so der Job hergibt, warum nicht? Aber im Gespräch mit dieser jungen Frau habe ich mitgemerkt, da läuft etwas nicht so ganz gesund. Nicht, dass man dann doch da, wo man halt verkaufen muss, an der Kasse steht, in Problemen dann kommt. Natürlich haben wir unseren Job zu verrichten. Nicht, dass wir da irgendwo plötzlich irgendwie wunderlich werden. Aber wie gesagt, unsere Haltung soll so sein, dass wir auf Jesus ausgerichtet sind, dass wir vollkommen mit ihm verbunden sind. Er wohnt in unserem Herzen, unsere Gedanken sind immer wieder bei ihm. Unser ganzes Leben soll ein Gebet, soll ein Lobopfer für Gott sein. In Römer 12 steht das zum Beispiel. Dabei haben wir manchmal aber jedoch unsere Probleme. Aber auch da dürfen wir wissen, dass Gott uns hilft. Der Heilige Geist ist da, von dem heißt es, dass er unserer Schwachheit hilft. Wir wissen manchmal nicht, was wir beten sollen, aber der Geist Gottes in uns betet mit unaussprechlichen Seufzen und Fürbitten für uns. Römer 8, 26 bis 27. Jetzt sagst du, super, ich bin eh nicht der große Beter, soll der Heilige Geist doch in mir beten, klasse. So ist es natürlich nicht gemeint, sondern wir haben Verantwortung. Wir sollen beten, wir sollen selber unsere Knie beugen, uns meinetwegen auch ganz und gar ausstrecken vor unserem Herrn und hinliegen. Wir sollen geistig diszipliniert sein, viel mehr auch beten, als wir bisher schon getan haben. Von Martin Luther stammt der bekannte Ausspruch, ich habe heute so viel zu tun, dass ich die ersten 3 Stunden im Gebet verbringen muss. Puh. Er wusste, dass der Tag besser läuft, wenn er im Gebet gut vorbereitet worden ist. Wie macht ihr das? Ich muss gestehen, bei mir ist oft so, also wenn ich weiß, der Tag ist voll, dann habe ich keine Zeit zum Beten. Das ist schon oft passiert. Wenn man es dann, kann man vielleicht später nochmal nachholen. Aber jetzt muss ich erstmal ganz dringend nochmal die Sitzung und da noch was. Bin ich nur selber so ein Sünder? Vielleicht kennt ihr das auch.
Nein, wir können tatsächlich von Martin Luther da lernen. Oh ja, heute steht ganz viel an. Da muss ich mir erstmal besonders Zeit nehmen für Gott, um mich aus- und zurüsten zu lassen, bevor der Tag anfängt. Aber so ist es leider bei uns andersrum. Dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern, wenn der Kampf dann nicht so läuft und wir gestresst und kaputt sind. Leider ist es oft so, dass wir ganz viel Zeit und Energie in unseren Kampf im Tal investieren. Denkt mal über euer Leben nach. Dass wir ganz viel fleischlich kämpfen und agieren und versuchen, in eigener Kraft irgendwas zu machen. Das, was oben Mose auf dem Hügel getan hat, das fällt bei uns oft ganz gering aus. Die Balance, die stimmt nicht. Und da müssen wir dran arbeiten, dass wir genauso wie wir so im Alltagsleben kämpfen und den Herausforderungen begegnen, wo auch unsere Verantwortung gefordert ist, aber genauso müssen wir auch geistlich kämpfen und darum ringen. Klar, wir schaffen das nicht jetzt 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Gebet, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Oft sind wir eher Macher als Beter, aber wir brauchen Beter. Wart ihr schon mal eine Gebetsstunde hier am Dienstagabend? Ich frage mal lieber nicht nach Händen. Aber ich lade euch ein, davon gerne mal Gebrauch zu machen. Es ist oft traurig, wie wenig Leute am Dienstag hier beten, während so viele am Sonntag dort im Gottesdienst sind. Leute, wir brauchen das Gebet. Und du bist selber auch froh, wenn es dir nicht gut geht und Leute beten für dich. Jesus sagt, wer da bittet, der empfängt. Matthäus 7, Vers 8. Im Umkehrschluss heißt das doch eigentlich, wer nicht bittet, empfängt auch nichts, oder? Manchmal wundern wir uns, weil das alles so spärlich läuft in unserem Leben oder manches so hakelig ist. Bete mehr, suche mehr Gott und du wirst dich wundern, wie plötzlich Dinge sich verändern. Israel hat Gott mächtig erlebt und auch wir können davon lernen, wie das dort abgelaufen ist. Oder wir haben ein Beispiel in der Bibel von dieser bittenden Witwe vor ihrem dem ungerechten Richter. Sie blieb penetrant dran, bis er ihr Recht gegeben hat. Oder bis er gesagt hat, okay, dann machen wir das so. Und die Bibel ermutigt uns mit diesem Beispiel, sagt, bleibt auch dran, betet, lasst nicht locker. Der englische Preacher Spurgeon, den wir ja auch alle kennen, der hat Beten mit dem Klingeln an einer Haustür verglichen. Jetzt nicht so wie heutzutage bei uns, gut, kann man auch machen, man kann Sturm klingeln, aber so wie es damals so war. Das war dann so ein Seilzug oder so eine Kette, da klingelte man draußen dran und dann hat das Glöckchen irgendwo bei einem Bediensteten ordentlich gebimmelt und dann wusste man, okay, da unten ist an der Tür jemand, ich muss da mal aufmachen. Und Spurgeon hat das so verglichen. Er sagt, das Gebet zieht unten an der Kette, sodass oben die große Klingel in Gottes Ohren schallt. Und dann sagt er, manche beten so zaghaft, dass die Glocke fast nicht zu hören ist. Aber der mit dem Himmel spricht, ist der Mann oder die Frau, der das Seil packt und mit aller seiner Kraft beständig an ihm zieht. Das hat mir gefallen. Klingel mal Sturm bei deinem Herrn. Tag und Nacht, wenn dir etwas so richtig auf der Seele liegt, aber auch so. Und sei nicht so, klinglong, ah, das reicht schon. Sondern bleib dran, bete. Oft meint man, mit einem Stoßgebet ist alles erledigt. Und die Gnade Gottes ist so groß und ja, oft habe ich tatsächlich erleben dürfen, wie Stoßgebete Erhörung gefunden haben. Es ist auch nicht, dass viele plappern, sagt die Bibel uns auch, dass wir irgendwelche Liturgien erfüllen müssen und erst dann erhört Gott Gebet. Nein, auf die Zeit kommt es letztlich auch nicht drauf an, sondern auf unser Herz kommt es an. Und dennoch wissen wir alle, dass wir da noch viel Luft nach oben haben und sicherlich auch Dinge auch mal durchbeten können. Manchmal wissen wir gar nicht, was das eigentlich meint, durchzubeten oder auf den Knien zu legen, was wir aus manchen Biografien lesen, aus längst vergangenen Tagen, sondern da können wir auch mal wieder neu lernen, vielleicht als Hauskreis oder auch in kleinen Gruppen oder für uns selber, dass wir auch Dinge bewusst mal etwas länger, intensiver durchbeten. Mose ließ in der Geschichte plötzlich Schwachheit durchblicken, er ließ die Hände sinken, weil ihm die Kraft fehlte. Das kennen wir auch alle. Jesus hat das mit seinen Jüngern in Gethsemane erlebt. Wir kennen diese bekannte Geschichte,
als es für ihn um alles ging. Und er findet seine Freunde, die doch eigentlich zu ihm stehen sollten, schlafend. Hey, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen, sagt er. Wacht und betet, sagt er weiter, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Das kennen wir alle, glaube ich. Wir haben uns vorgenommen, stille Zeit zu machen. Dann hat es ein bisschen geklappt und dann ist wieder alles eingeschlafen. Unser Fleisch ist so schwach. Ich muss bekennen, dass ich auch schon sehr oft beim Beten eingeschlafen bin. Vielleicht muss man mal nachdenken, welche Haltung man hat. Wenn man sich natürlich vielleicht vors Bett hinkniet und den Kopf aufs Kissen legt, dann braucht man sich nicht wundern oder gleich im Bett liegt und sagt, ach Herr, es ist so entspannt und so. Und plötzlich wacht man am nächsten Morgen auf. Ach ja, irgendwie wollte ich ja gebetet haben. Naja, der Geist Gottes hat in mir gebetet. Nein, lasst uns beten, lasst uns herausfordern durch diese Geschichte mit Mose. Müdigkeit im Gebet bewirkt Müdigkeit im Kampf. Ich sagte, da ist ein Zusammenhang zwischen dem Hügel und dem Tal. Aber wie gut, und das passt auch sehr gut auf unsere Situation als Arche-Jugend, als Gemeinde. Wenn du alleine bist und schwach bist und müde bist, du bist nicht alleine. Mose konnte irgendwann nicht mehr und seine Hände gingen runter. Und plötzlich wendete sich das Blatt, die Amalekiter bekamen die Oberhand. Aber dann waren sie da, dann waren da Aaron und Hur und sie haben erstmal ihnen einen Stein besorgt. Komm, alter Mann, der war ja nicht mal 20, der war ja auch schon über 80, setz dich hin. Und dann haben sie noch seine Hände gestützt. Und haben die so lange hochgehalten, bis der Sieg am Tagesende, als die Sonne unterging, errungen worden war. Übrigens ist es interessant, der Name Aaron heißt Licht und der Name Hur heißt weiß und glänzend. Ich kann mir vorstellen, dass Mose müde wurde und es wurde ein bisschen dunkel um ihn herum. Aber dann kam Licht und hell glänzend, kam ihm zu Hilfe und es war dann wieder alles hell um ihn herum. Namen haben ja manchmal so ihre Bedeutung. Ich wünsche mir, dass auch wir das hier wahrnehmen von unseren Freunden, von unseren Brüdern und Schwestern. Dass wir auch aufeinander Acht haben, dass wir merken, okay, er oder sie hängt ein bisschen durch. Ich muss unterstützen. Ich muss die Arme ein wenig hochhalten. Achtet aufeinander, im Hauskreis, in den Arbeitskreisen, auch so hier untereinander. Wir haben doch einen Blick füreinander. Wir sind groß, aber lasst uns auch da den Blick füreinander haben und füreinander einstehen, sodass wir auch gemeinsam kämpfen. Und ich sage euch, auch wir als Jugendteam, als Jugendleitung oder ich als Jugendpastor, ich brauche euer Gebet, ich brauche eure Unterstützung. Ihr alle braucht es, aber glaubt mir, manchmal ist es auch gerade so um einen Leiter manchmal sehr einsam. Jetzt versteht das nicht so als ein Rumgeweine hier, aber ist auch ein Appell, weil ich schätze das so, wie das Mose erlebt hat und will mich nicht mit Mose vergleichen. Das ist natürlich eine ganz andere Kapazität. Aber ich finde diesen Gedanken gut, dass auch Leiterschaft Unterstützung erfahren. Wir sind nicht die großen Cracks hier und regeln alles und haben sowieso genug Power. Ihr glaubt gar nicht, welche Anfechtungen und Schwächen man selber manchmal hat, als derjenige, der man in Verantwortung vorne ansteht. Ich brauche euer Gebet. Kommen wir zum Schluss unserer Geschichte. Wer sind jetzt eigentlich die Helden bei der ganzen Sache? Wer ist für Mose? Na, ihr wisst schon. Oder wer ist für Josua? Der musste ja die Drecksarbeit machen. Der hat da oben ja nur die Hände hochgehoben. Beten kann sehr anstrengend sein. Beides ist anstrengend. Im Kampf zu stehen, da unten im Tal, wie auch oben im geistlichen Kampf zu stehen. Aber wie endet unser Abschnitt? Und der Herr sprach zu Mose, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein, denn ich will die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel austilgen. Und Mose baute ein Altar und nannte ihn der Herr, mein Feldzeichen. Und er sprach die Hand an den Thron des Herrn. Der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind. Der Mose hätte sich schon als großer Sieger fühlen können, weil er doch der oberste Anführer war, er hatte die Verantwortung und er hatte doch den großen intensiven Gebetskampf geführt. Ja, er war ja da, an dem sich alle aufgerichtet haben. Übrigens am Weißen Haus in Washington weiß man immer, wenn der Präsident da ist, wenn die Fahne draußen hängt, so habe ich mir sagen lassen. Aber er hat mich nicht reingelassen, ich habe eigentlich gedacht, na, aber gut, TV-Andy war nicht so interessant für ihn. Aber
Wir sind aufgefordert, auch Flagge zu zeigen. Das heißt, jetzt habe ich was überschlagen. Zuerst nochmal einen Schritt zurück, denn wir müssen herausstellen, es kommt nicht auf Mose an und nicht auf Josua, keine Frage. Auf den Herrn kommt es an. Da sind wir, glaube ich, alle eins. Er hat den Sieg errungen, er ist derjenige, auf den es ankommt. Aber wenn hier steht, wir sollen auch irgendwie hier so ein Feldzeichen erheben. In Amerika haben die so viele Fahnen, ihr glaubt es gar nicht. Überall an jeder Straßenecke. Andrew, ne? Dein Land. Da sind die Deutschen manchmal so ein bisschen verklemmt und trauen sich gar nicht. Aber hier, denke ich, sind wir gefordert, auch Flagge zu zeigen für unseren Herrn. Mose hat im Grunde Flagge gezeigt. Er hat gesagt, ich glaube, dass unser Herr uns den Sieg schenkt. Und alle, die zu ihm emporgeschaut haben, auch natürlich mit dem Stab. Der Stab, mit dem er das Meer geteilt hatte, mit dem er die Schlangen da von den ägyptischen Zauberern und so attackiert hat oder vernichtet hat und so weiter und so weiter. Das Zeichen des Sieges, der Autorität Gottes, das war in seiner Hand. Und die da unten gekämpft haben, haben vielleicht hochgeschaut. Ja, der Sieg ist unser. Auch wir haben jetzt nicht so einen Hirtenstab wie Mose, aber auch wir dürfen und sollen die Flagge hochhalten. Sprich, das Evangelium, dass wir uns nicht schämen, dass wir nicht schüchtern sind, sondern dass wir sagen, ja, ich stehe für das ein, was Gott uns gegeben hat. Ich beziehe Position zu Fragen des Alltags, auch vielleicht zu unangenehmen Dingen. Ich bin weise, aber ich sage, worum es geht. Wir sind oft zu schnell dabei und beziehen für andere Sachen Stellung und stellen uns unter andere Flaggen. Da sind wir dabei, da investieren wir auch viel Zeit. Unter welcher Flagge kämpfst du? Ist es Jesus oder ist es irgendetwas anderes? Wir müssen uns Mut machen, dass wir uns zu unserem Herrn stellen, dass wir das Kreuz, das Evangelium im Glauben nach oben halten und dass wir andere auf Jesus aufmerksam machen. Gott fordert uns heraus, für ihn zu streiten, für sein Volk zu streiten und wir sind gefordert, das für uns selbst, für unsere Jugend, für unsere Gemeinde zu tun und dann wird Gott einen gewaltigen Sieg geben. Er hat Amalek in der Schlacht bezwungen, es war der Herr letztlich, der zwar Mose gebraucht hat, Josua und die Soldaten gebraucht hat, aber es war Gott, der gewirkt hat. Und so tut er es auch in unserem Leben. Ja, wir sollen beten, wir sollen agieren, aber wir dürfen wissen, hey, es ist nicht unsere Kraft, nicht unsere Weisheit, sondern es kommt immer auf Gott an. Alle Ehre ihm. Soli Deo Gloria nennt man das in Latein. Noch einmal, ihr Lieben, wir haben hier eine Geschichte, in der wir sehen dürfen, wie ernsthaft gerungen wird im Gebet und Gebet Veränderung wirkt. Nehmt euch das zum Beispiel für euer persönliches Leben und Gott wird euch segnen. Amen. Amen.